Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung. Ich bin sehr froh, hier einen Fachimpuls geben zu können im Programm Grundschul und Hort. Ich selber habe sehr lange in Sachsen-Anhalt gewohnt und auch gearbeitet und war dort auch an der Fortbildung von Erzieherinnen und Grundschullehrerinnen mit beteiligt. Im heutigen Vortrag geht es sehr stark um das Kooperationsthema. Wie kann die Kooperation zwischen Grundschulen und Horten entsprechend gestaltet werden und was sind da entsprechende Gelingensbedingungen? Ich werde im Folgenden auf folgende Punkte eingehen. Ich werde im ersten Punkt kurz erklären, was ich unter multiprofessioneller Kooperation verstehe, würde im zweiten Punkt ausgewählte theoretische und empirische Befunde berichten, um daraus dann im dritten Punkt Schlussfolgerungen zu ziehen, was sind denn mögliche Gelingensbedingungen einer multiprofessionellen Kooperation und dann im vierten Punkt fachliche Empfehlungen mit einem kleinen Smiley entsprechend zu formulieren. Und ganz zum Schluss gibt es dann nochmal Literatur und Links zum Thema. Ich beginne mit dem ersten Punkt, der Begriffsklärung. Was kann man unter multiprofessioneller Kooperation verstehen? Wichtig ist dabei anzuerkennen, dass in ganz vielen Bereichen, ob das im Grundschulbereich ist, im Kita-Bereich, aber auch in den weiterführenden Schulen, im Altenpflegebereich, auch im medizinischen Bereich eine multiprofessionelle Kooperation eingefordert wird. Es finden inzwischen ganz, ganz viele Fachtagungen statt. Es gibt ganz viele Publikationen dazu. Aber so richtig klar, was multiprofessionelle Kooperation ist, ist es dann halt doch nicht. Häufig sind damit sehr, sehr hohe Erwartungen verknüpft, ohne dass man so genau sagt, was man darunter versteht und was die konkreten Ziele sind. Vor dem Hintergrund erscheint es mir durchaus sinnvoll, mal etwas genauer hinzugucken. Ich habe Ihnen zwei Definitionen heute mitgebracht. Eine ist von der Kollegin Bauer, die unter Multiprofessionalität die Zusammenführung von Personen aus unterschiedlichen Berufsgruppen und Professionen versteht, die jeweils ihre spezifischen Expertisen, Wissensbestände und Kompetenzen bei der Bearbeitung von Problemstellungen einbringen. Und die Erwartung ist, dass durch diese gezielte Zusammenarbeit diese Problemstellungen, die anfänglich da waren, umfassender und wirkungsvoller bearbeitet werden. Diese Definition von Bauer ist insofern auch sehr hilfreich, weil sie deutlich macht, es muss irgendwie einen Ausgangspunkt geben. Es ist eine Problemstellung, die am Ende dann bewältigt werden kann. Und da sind in welcher Form auch unterschiedliche Professionen mit beteiligt. Und Bauer macht an der Definition auch nochmal deutlich, dass Voraussetzung ist unter Multiprofessionalität, dass hier zwei oder mehr Berufsgruppen jeweils ihre Kompetenzen, ihre Wissensbestände einbringen können und dass es dadurch einen entsprechenden Mehrwert gibt. Die zweite Definition, die ich mitgebracht habe, stammt von mir selbst und basiert auf unterschiedlichen nationalen, internationalen Definitionen zur multiprofessionellen Kooperation und versucht das sehr stark merkmalsspezifisch nochmal zusammenzutragen. Sie finden wieder, es soll eine spezifische Herausforderung sein und die Erwartung ist, dass man durch diese Kooperation, dass durch diese Zusammenarbeit unterschiedliche Berufsgruppen entsprechend diese Herausforderung effektiver und effizienter lösen kann. Dabei ist wichtig, dass das Ganze, zweiter Punkt, nicht nur kurzfristig passiert und nicht nur zufällig ist, sondern es ist ganz gezielt, es ist längerfristig angelegt, wo Berufsgruppen tatsächlich auch miteinander ins Gespräch kommen und versuchen, diese Herausforderung zu bearbeiten. Eine Kooperation macht nur Sinn, wenn Berufsgruppen am Tisch sind, die A, in der Lage sind, ihre eigenen Kompetenzen einzubringen und dabei auch über spezifische Kompetenzen verfügen, die es sinnvoll erscheinen lassen, tatsächlich auch zusammenzuarbeiten. Der vierte Punkt macht darauf aufmerksam, dass das Ganze nicht irgendwie lose passieren kann oder zufällig in einem Pausengespräch oder mal so beim Übergang sich mal Hallo sagen, sondern dass dafür tatsächlich auch Gespräche notwendig sind, konkrete Abstimmungen notwendig sind, konkrete Regelungen notwendig sind. Wer macht hier etwas? Wie kommen wir miteinander ins Geschäft? Wie reden wir hier miteinander? Wo reden wir miteinander? Und wie sind die einzelnen Abläufe? Und der letzte Punkt ist, dass es tatsächlich dafür auch Räume gibt, Räume im Sinne von
Möglichkeiten, festen Möglichkeiten, wo man regelmäßig miteinander ins Gespräch kommt. Und Sie merken, so eine multiprofessionelle Kooperation ist, wenn man sie ernsthaft betreiben will, an einige Voraussetzungen gebunden. Man muss einsehen, dass es Sinn macht, mit einer anderen Berufsgruppe zu kooperieren. Die Berufsgruppen müssen über spezifische Kompetenzen verfügen. Die muss man auch in der Lage sein, oder man muss in der Lage sein, können, diese auch anzuerkennen. Man muss miteinander reden, man muss dafür Zeitressourcen haben und man muss Möglichkeiten auch haben, Regelungen zu treffen, Vereinbarungen zu treffen, wie man miteinander spricht. Soweit zu dieser Begriffsdefinition. Und damit komme ich zu dem zweiten Punkt, den theoretischen und empirischen Befunden zur multiprofessionellen Kooperation. Man kann sagen, dass der Forschungsstand und auch die Theorieentwicklung zur multiprofessionellen Kooperation im deutschsprachigen Raum in den letzten Jahren deutlich verbessert worden ist. Wir greifen deutlich stärker auf einzelne Theoriegerüste beziehungsweise auch auf Studien zurück. Nichtsdestotrotz ist gerade diese Schnittstelle zwischen Grundschulen und Horten durchaus auch noch ein Forschungsdefizit. Es gibt insgesamt eher wenige wirkliche gute Forschung zu dem Thema. Auf ausgewählte gehe ich im Folgenden durchaus ein. Man kann das Ganze eher aus einer professionstheoretischen Sicht betrachten. Das würde bedeuten, man guckt so, wie Professionen miteinander umgehen. Und da wissen wir inzwischen aus der Forschung, dass das gar nicht so einfach ist, weil man natürlich eigene Kompetenzen hat, einen eigenen Blickwinkel hat, einen eigenen Träger hat, eigene Zuständigkeiten hat. Und insofern sind Abstimmungen zwischen den Professionen und auch miteinander ringen einfach dringend erforderlich. Und auf der anderen Seite weisen Kooperationstheorien immer darauf hin, dass so eine Kooperation eigentlich nur eingegangen wird, wenn man entsprechend auch einen Nutzen daraus sieht. Und das muss man frühzeitig klären. Was haben wir für einen Nutzen davon? Und der kann sein, dass ein Nutzen für die Kinder und Jugendlichen entsteht, in unserem Themenfeld hier sehr stark auf die Grundschulkinder bezogen. Es kann auch entsprechend sein, dass unterschiedliche Nutzenerwartungen sind und da muss man entsprechend miteinander reden. Und ein zweiter Befund aus der Kooperationsforschung ist, dass die Rahmenbedingungen eine recht wichtige Rolle spielen, Zeiten, aber auch sowas wie Vertrauen, Verständigung und Ähnliches. Würde jetzt mal ausgewählte Befunde, also sowohl aus der Bildungsforschung als auch aus der Kooperationsforschung, nochmal präsentieren. Aus der Bildungsforschung, insbesondere im Hinblick auf die Lehrkräfte, wissen wir, dass meine eigene Zunft gar nicht so gut ist. Das heißt, wir sind tatsächlich in der Ausbildung bis dato noch nicht so gut, dass wir flächendeckend tatsächlich alle Lehramtsstudierenden in der Breite dazu ausbilden, was Kooperation ist, wie man entsprechend kooperieren muss. Und da gibt es noch ein deutliches Defizit. Auch wenn wir spätere Kooperation haben wollen, müssen wir das natürlich früh entsprechend auch als Pflänzchen, wenn Sie so wollen, entsprechend vorbereiten. Insgesamt zeigt die Bildungsforschung, dass es deutliche Wissensdefizite, auch Vorurteile gegenüber anderen Berufsgruppen gibt. Die gibt es übrigens auch bei den anderen Berufsgruppen. Das ist zum Beispiel aus der Forschung zwischen Sozialpädagoginnen und Lehrkräften bekannt. Das ist jetzt also nichts Typisches für Lehrkräfte, aber das heißt auch, dass da bei Kooperation auch immer unter Umständen bestimmte Vorurteile, vermeintliche Gewissheiten auch eine Rolle spielen. Die erschweren natürlich dann Kooperation. Die Bildungsforschung zeigt zum Dritten, dass einerseits Kooperationszeit ganz, ganz wichtig ist, dass die aber, und das gilt für den entsprechenden Hortbereich auch, dass sie eine Ressource ist, die nicht so in Unsummen zur Verfügung steht. Das heißt, wir brauchen da klare Regelungen, klare Zeiten, wo man miteinander reden kann. Das Pausengespräch oder das zufällige Gespräch reicht da entsprechend nicht aus. Und die Forschung zum Beispiel von Richter und Pant zeigen sehr, sehr deutlich, je mehr Zeit man zur Verfügung hat, umso enger ist auch die Kooperation. Und der Beitrag von Richter und Pant zeigt auch sehr deutlich, dass eine wichtige Funktion entsprechend den Leitungen dazukommt. Ein letzter Befund, das gilt in gleicher Weise für die Ganztagsschulen. Das hat die bundesweite STEG-Untersuchung gezeigt. Alleine, dass jetzt unterschiedliche Professionen an einem Ort sind oder in Bezug auf Ganztagsschulen, dass wir Ganztagsschulen haben, heißt noch nicht, dass das gute Ganztagsschulen sind oder dass das eine gute multiprofessionelle Kooperation ist. Das heißt, dazu braucht es tatsächlich Abstimmungen,
Klärung, es muss eine klare Ausrichtung sein, es ist eine gute Ganztagsschule oder was ist entsprechend eine gute multiprofessionelle Kooperation und wie können wir das entsprechend gemeinsam sicherstellen. Der Blickwinkel muss dabei immer sein, was können wir tatsächlich für die Kinder ausrichten und nicht, was brauchen wir in unseren Institutionen. Hier ist eine Dreiteilung von unterschiedlichen Kooperationsniveaus vorgenommen worden. Das ist die bereits erwähnte Studie von Richter und Pann. Und sie greifen da auf ein Modell zurück von Krese und anderen, die drei Kooperationsniveaus herausgearbeitet haben. Diese Kooperationsniveaus sind jetzt nicht zielgerichtet für die Kooperation zwischen Grundschulen und Horten entwickelt worden, sondern stärker für die Lehrerkooperation. Aber wir könnten ja auch diskutieren, wie das entsprechend übertragen werden kann. Und Kooperationsniveaus bedeutet, wir haben ein eher niedrigeres Kooperationsniveau, wo Informationen und Materialien ausgetauscht werden. Das findet relativ häufig statt. Das zweithöchste Niveau ist entsprechend, wo man zumindest Absprachen hat, eine Arbeitsteilung hat. Wer macht hier entsprechend was? Die Wirkung ist hier durchaus aber immer noch begrenzt. Es geht über den reinen Informationsaustausch hinaus. Man arbeitet hier durchaus in einer gewissen Weise zusammen, aber ja, es ist ein ganz erfolgreiches Kooperationsmodell, weil man doch insgesamt wenig miteinander zu tun hat. Das, was eigentlich wünschenswert ist, was aber auch insgesamt am seltensten stattfindet, ist tatsächlich, dass man sich austauscht, Sachen gemeinsam macht und letztendlich etwas Neues kreiert. Das heißt, eine gemeinsame Verantwortung auch wahrnimmt für Kinder. Und das ist natürlich auch das Anspruchsvolle. Da muss man sehr intensiv miteinander reden. Man muss auch ans Eingemachte gehen, an die Inhalte gehen, an Projekte, an Themen gehen, mit denen man sich beschäftigt. Und hier ist entsprechend durchaus auch insgesamt noch Nachholbedarf zu erkennen. Eine weitere Studie von Markert, die sich insbesondere auch mit den Horten beschäftigt, macht deutlich, dass die Kooperation gar nicht so einfach ist und auch aus Sicht der Erzieherin und Hortleitung hier durchaus noch entsprechend Verbesserungsbedarf möglich ist. Deutlich wird, dass gerade was für Kooperation ja wichtig ist, die Arbeit auf Augenhöhe eine deutliche Herausforderung ist. Wir finden also wieder oder immer wieder auch Muster, dass man sagen muss, achtet mal bitte auf das, was in dem Hort tatsächlich passiert, auf die Kompetenzen, die dort vorhanden sind, auf die Bildungsarbeit, die dort gemacht werden muss. Und es findet dort nicht nur Betreuung statt und es geht nicht nur um Hausaufgaben, Betreuung und Ähnliches, sondern da findet tatsächlich nonformale Bildung statt. Da wird sehr viel in Erziehungsarbeit gesteckt, da findet individuelle Förderung statt und letztendlich auch wird die selbstständige Arbeit der Kinder entsprechend sehr stark gefördert. Deutlich wird auch in der Studie, dass es eine starke Abhängigkeit von der Organisation Schule gibt, aber sich der Hort und die Fachkräfte in den Horten nicht darauf reduzieren wollen, dass sie jetzt irgendwie eine nachrangige Einrichtung der Grundschulen sind, sondern dass sie tatsächlich einen eigenständigen sozialpädagogischen Auftrag auch wahrnehmen. Und letztendlich zeigen sich Unsicherheiten in der Kooperation. Das gilt auch wieder nicht nur für Erzieherinnen oder Fachkräfte in den Orten. Das gibt es in ganz vielen unterschiedlichen Kooperationsbereichen. Macht aber deutlich, dass sehr viel Vertrauen notwendig ist, viel Gespräche auch notwendig sind, um tatsächlich diese Co-Konstruktion auch erzeugen zu können. Ich komme zu Gelingensbedingungen und möchte dabei auf vier zentrale Faktoren eingehen. Der erste Punkt zielt auf den Abbau von Informationsdefiziten, Vorbehalten und Vorurteilen ab. Das heißt, man muss Settings haben und man muss die Kompetenz haben, entsprechend sensibel auf die andere Akteursgruppe, auf die andere Profession zuzugehen, ihnen zuzuhören, wahrzunehmen, was dort auch passiert, das vielleicht auch mal mit anzugucken, und da auf einer Augenhöhe auch miteinander zu kooperieren. Das heißt auch Anerkennung, Wertschätzung, was dort entsprechend passiert. Und dafür sind dann entsprechende Informationsaustausch notwendig. Man muss wissen, was in der anderen Institution passiert. Man muss miteinander reden und entsprechend auch Abstimmungen treffen. Zweiter Punkt ist ein zentraler Punkt, wie man Kooperation auch befördern kann. Von Anfang an zunächst erstmal zu klären, was sind Ziele, die wir
selber in unserer Arbeit verfolgen und was sind gemeinsame Ziele, was sind gemeinsame Maßnahmen, was ist unser Bildungsverständnis, was sind unsere Rollen, was sind unsere Zuständigkeiten in dieser Kooperation. Und auf der Basis dieser gemeinsamen Verständigung, dazu braucht man Zeit, dazu muss man Konzeptarbeit machen, geht es dann darum, tatsächlich so ein gemeinsames Ganztagskonzept auch zu entwickeln, wo in der Fachliteratur immer wieder betont wird, da müssen bestimmte Inhalte auch vorkommen, da muss es bestimmte Klärungsprozesse gegeben haben, damit es tatsächlich auch eine gemeinsame Verantwortung, ein gemeinsames Ganztagskonzept wird und nicht nur jede Einrichtung entsprechend versäult für sich Konzept entwickelt. Stichworte hierzu sind Zeitstrukturen, also Rhythmisierung, was passiert an entsprechenden Angeboten, Bildungsangeboten, Förderangeboten, Betreuungsangeboten, wer macht da entsprechend was, wie wollen wir miteinander reden, wo findet also die Kooperation statt, wie findet sie statt, wie sichern wir Beteiligung, wie organisieren wir Übergänge und Ähnliches. Und natürlich auch, wenn entsprechend gerade im ländlichen Raum dann entsprechender Verkehr zwischen den Einrichtungen organisiert werden muss, dann ist natürlich die Frage, wie wird das organisiert. Dritter Punkt, Kooperation gelingt nur, wenn wir entsprechende Strukturen haben und wenn wir feste Kooperationszeiten haben. Das kann man zunächst auf einer formalen Ebene klären über Kooperationsvereinbarungen, aber auch da wissen wir aus der Forschung, dass das nicht ausreicht. Dann gibt es zwar eine Vereinbarung, aber es wird nicht umgesetzt. Wir brauchen also Treffen auf der Leitungsebene, wir brauchen gemeinsame Planungen, gemeinsame Konferenzen miteinander und auch ja durchaus sowas wie gemeinsame Feiern, gemeinsame Veranstaltungen bis hin zu gemeinsamen Dienstberatungen, wo man eingeladen wird, mit teilnehmen kann. Es muss nicht jede Dienstberatung sein, aber dass man ein Stückchen mehr versteht, was machen die anderen eigentlich, was sind die Planungen in der Zeit und auch diese Kooperation tatsächlich fest strukturell verankert und nicht dem Zufall überlässt. Ein Ansatzpunkt ist darüber hinaus, dass man entsprechend einer oder zwei Erzieherinnen beziehungsweise ein oder zwei Lehrkräfte festlegt, die für diese Kooperation auch zuständig sind und dadurch sowas wie Tandems schafft, das heißt Akteure, die miteinander tatsächlich sehr eng verwandelt sind und dadurch auch ein Stückchen für die Kooperation stehen, als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und gegebenenfalls auch für irgendwelche Schwierigkeiten, Krisen, zum Beispiel wenn es um einzelne Kinder geht. Der letzte Gelingensfaktor, auf den ich eingehen möchte, sind ganz konkrete Kooperationsprojekte, Kooperationsmaßnahmen. Kooperation wird eigentlich nur dann gelebt, wenn es ganz konkrete Aktivitäten auch gibt. Und die muss man schaffen. Die ergeben sich nicht von selber. Insofern muss man diskutieren, wo könnten wir gemeinsam angehen. Das kann sinnvoll sein, am Anfang sich auf ein, zwei Themen erstmal zu fokussieren, die vielleicht am dringendsten sind. Das könnten zum Beispiel sein, wie kriegen wir eine Tagesstruktur hin, die gemeinsam gestaltet ist, die ein bisschen aufgelockerter ist, die sehr stark kindzentriert auch ist oder kindorientiert ist. Das könnte das Hausaufgabenthema sein. Es könnte aber auch die Frage sein, wie beobachten wir Kinder, wie dokumentieren wir das, wie tauschen wir uns entsprechend aus. Es könnten die Übergänge sein. Gemeinsame Elternabende werden immer wieder als Beispiel auch hervorgehoben, damit man hier auch deutlich macht nach außen, wir treten hier gemeinsam auf, wir haben uns abgestimmt. Dass man sich verständigt entsprechend, wie könnte man Räume gegebenenfalls gemeinsam nutzen, wenn die entsprechend in der Nähe sind. Wie könnte man gemeinsame Fortbildung auch machen. Ein zentraler Faktor, tatsächlich auch gemeinsam wegzufahren, Fortbildung zu machen und auch ein bisschen besser zu verstehen, wie tickt die andere Profession und dann sowas wie ja, Abschlüsse des Jahres oder auch gemeinsame Ausflüge. Sie merken, es geht nicht nur um strukturelle, es geht nicht nur um Rahmenbedingungen, sondern es geht auch tatsächlich um sowas in den Köpfen, tatsächlich sich auf Kooperation einzulassen, Wertschätzung zu haben, bis hin zu gemeinsamen Kooperationsprojekten und konzeptioneller Arbeit. Ich komme damit zu ausgewählten fachlichen Empfehlungen, auf die ich nur ganz kurz eingehen möchte. Ich würde die hier mal kurz erwähnen. Erstens, machen Sie weiter wie bisher, egal was passiert. Das hat schon immer funktioniert. Nur die anderen müssen sich hinterfragen und verändern. Zweitens, denken Sie in bestehenden Strukturen und Zuständigkeiten, so vermeiden Sie unnötige Diskussionen und Veränderungen. Drittens, planen Sie auf keinen Fall Zeit und Konzepte für die Kooperation ein. Das läuft schon alles nebenbei. Sie merken schon, so ganz, ganz ernst ist das nicht gemeint. Das ist ein Stückchen auch so als Provokation.
Empfehlung: Teilen Sie Ihr Wissen nicht, so halten Sie sich sicher an der Macht. Diese Empfehlung hier, ich gehe gleich noch auf die sechs folgenden Empfehlungen ein, sind im Rahmen des Landesprogramms Schulerfolg sichern in Sachsen-Anhalt entwickelt worden, sind aus meiner Sicht aber auf unterschiedliche Kooperationsfelder auch zu übertragen. Die weiteren Empfehlungen lauten: Fünftens, führen Sie auf keinen Fall gemeinsame Planaktivitäten und Auswertungen durch. Das klappt mit der anderen Profession ähnlich und kostet Sie nur unnötig Zeit und Nerven. Sechste Empfehlung: Gehen Sie davon aus, dass Sie das richtige Konzept und auch nur Sie das richtige Konzept und die beste Lösung haben. So vermeiden Sie endlose Diskussionen über Ziele, Methoden, Bedarfe und Ressourcen. Siebte Empfehlung: Beteiligen Sie auf keinen Fall andere Institutionen und Professionen an Ihren Planungen und Ihren Entscheidungen. Die anderen sind eh nicht kompetent und könnten Sie eh nicht verstehen. Achte Empfehlung: Reden Sie nicht über Verantwortlichkeiten, eigene Erwartungen oder auch Grenzen der Kooperation. Das hat Zeit, bis es wirklich richtig kracht. Neunte Empfehlung: Gehen Sie mit Anerkennung sehr zurückhaltend um. Ihre Kooperationspartner könnten ansonsten ja denken, Sie hätten irgendwas richtig gemacht. Das sollte auf keinen Fall passieren. Sie müssen richtig die Hierarchie deutlich machen. Zehnte Empfehlung: Legen Sie sich nie auf gemeinsame Ziele fest. Sie müssten diese ja irgendwann mal überprüfen und Diskussionen über erreichte Wirkung führen. Das könnte ja zur Enttäuschung führen. Ich bin damit am Ende meines Vortrages angekommen.